Herzlich willkommen zurück zum Building-Projekt. In der letzten Folge hatten wir das ja mit dem Enchanten und was auf dieser Spitzhacke wohl drauf ist. Ich weiß es natürlich schon, da ich sie natürlich danach rausgenommen habe, ich bin ja natürlich nicht hier stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn ich hier aufs Fly gehen würde, wenn ich den Server verlassen würde. Ich glaube, die Spitzhacke würde einfach rausploppen und weg sein. Naja, schauen wir mal. Ja. Genau. Das passt wunderbar, weil da kriegen wir direkt eine neue. Und die ist auch hundertprozentig nicht gecheatet. Da hatten wir wirklich mal Glück. Obwohl ich eher eine Silk-Touch haben wollte, ist die aber definitiv auch bestens geeignet. So, was machen wir denn jetzt? Steile Kiste. War zwischendurch nämlich mal wieder in der U-Bahn und da haben wir natürlich wieder noch mehr Steine und noch mehr Steine. Das ist ja. Wir nehmen mal diese Steine schon mal mit rüber zur Baustelle. Ich muss mal gucken, machen wir da jetzt weiter? Ich glaube, wir machen auf jeden Fall eine Folge an der Baustelle weiter. Und dann müssen wir gucken, was wir dann machen. Ich glaube, wir müssen auch noch bei der Mobfalle ein bisschen und... Ja, bei der Mobfalle, klar. Da müssen wir noch den Eingang fertig machen. Und sie eventuell lauffähig bekommen. Ich mache das wieder mit Alex, kann auch sein. Den Eingang mache ich auf jeden Fall so fertig. Das mache ich dann vielleicht schon direkt in dieser Aufnahmesession. So. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich habe hier noch diese Spitzhacke mit Unbreaking. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das meine war oder ob die jemand anders gehörte. Naja, werde ich ja erfahren. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Gut, vielleicht habe ich ja hier eine Spitzhacke in der Kiste liegen und dann erfahre ich auch, ob es meine war. Oder nicht. Habe ich. Oh. Okay. Dann war die wahrscheinlich nicht meine. So. Dann legen wir auf jeden Fall schon mal den Stein hier in der Kiste ab und dann überlegen wir uns, wie wir den Turm weiter zimmern. Das wäre ja wieder die Baustelle, die momentan an der Tagesordnung ist. Bitte so, das geht besser so. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Treppen, glaube ich, und wir nehmen noch ein paar davon mit und ein bisschen davon und das da und das vielleicht und das auch, okay. Und eventuell könnte ich vielleicht, ich weiß noch nicht, ob wir das brauchen, aber das geht nicht. Das geht nur in der Crafting Station. Und die können wir hier nicht benutzen. Schade, schade. Okay, dann holen wir wieder nach oben hoch und schauen uns mal wieder diese ganze Geschichte hier an. Ist bei mir jetzt auch schon wieder eine Woche her, dass ich mich damit befasst habe. Ich habe die letzten Tage die ganze Zeit am neuen Projekt aufgenommen, das dann ab Montag kommen wird, also übermorgen, im Ersatz für Tech World und den normalen Singleplayer. So. So, so, jetzt kommt der Stein hier hin und dann müssen wir gucken, vielleicht geht das auch so, ich weiß es noch nicht, vielleicht machen wir es auch ganz anders, weil der war sowieso falsch. Oh, ist das hell, der Shader, ne? Der ist manchmal ein wenig hell, ich weiß nicht, das... Das geht so nicht, glaube ich. So haben wir das Problem. So haben wir so ein anderes Problem, das geht gar nicht. Und, obwohl doch, das geht, wir müssen nur... Ne, das funktioniert nicht. Moment. Irgendwie muss ich momentan in jeder Aufnahme niesen. Aber ich bin auch ein wenig erkältet. Naja, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es nervt schon mal ein wenig. So, und jetzt weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, wir werden es ganz simpel halten. Wir werden hier einfach nochmal so einen kleinen Kranz drauf machen.
Da wollte ich eigentlich keinen hinsetzen. So, ein kleines Stück hier und über dieses Stück kommt dann der Hauptteil dieses Turms. So ist es jedenfalls geplant und so wird es auch gemacht. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie der ganze Deckel des Turms oben aussehen wird. So, hier gehen wir nochmal ein bisschen hoch. So. Wird wieder Zeit, da werde ich nervös werden aufgrund der Höhe. Wenn man hier abschmiert, dann war es das. War wieder. Glücklicherweise verliere ich die Level nicht. Das wird boah, wahrscheinlich wohl jetzt. Ich fragte mich ja sowieso, woran das liegt, mit den, dass wir die Level nicht verlieren. Aber ich glaube, ich denke mal. Ich denke mal, das dürfte daran liegen, dass wir alle OP haben. Das wird wohl der Grund sein, warum das so ist. Ja. Wahrscheinlich könnten wir das auch ausschalten, dass es passiert. Und wenn ich mich jetzt die Oppe, kann ich mich nicht wieder oppen. Das ist ja schwierig. Und das brauchen wir ja manchmal, wenn ich zum Beispiel schnelle Stellungssessel mache, wenn ich dann zur U-Bahn halte, Baustelle fliege, nicht zur Haltestelle. Obwohl die U-Bahn-Haltestelle natürlich auch noch eine Baustelle ist. Okay, jetzt muss ich mal. Aua! Wie das immer zieht. So, das ist natürlich jetzt blöd hier. Die Frage ist, wie kommen wir später überhaupt hier rein? Vielleicht doch gar nicht. Interessante Idee. Also gar nicht. Also nur von unten. Allerdings ist jetzt dann die Frage, wenn wir hier nicht mehr reinkommen, dann kommen wir natürlich auch nicht mehr raus. Und dann, ja. Okay, rauskommen wir noch. Das werden wir wohl hinbekommen. So, und so, nee. So. Machen wir hier noch die hin. Dann ist das hier ein zusätzlicher Lagerraum, der schwer erreichbar ist. Mal noch was in die Kisten. Gar nichts. Gut, dann nehme ich noch den Crafting Table wieder mit. Und dann verziehen wir uns mal gepflegt. Wieder rein. Darf ich? Danke. Und, ah, stimmt. Jetzt ist nur eine andere Frage, wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Okay. Ich bin überzeugt, ich mache hier nochmal einfach mal einen Durchgang hin, damit wir hier momentan noch hochkommen. Mir fällt auf, dass diese Falltür eigentlich weg muss, für den Anfang zumindest. Da, wenn wir nämlich hier diese Falltür. Autsch. Haben, dann haben wir das Problem, dass wir. Okay. Ich komme schon wieder recht leise rein, deswegen muss ich mal eben das Ganze wieder verändern. Nicht so schön heute. Und hier wollte ich gar nicht hin. Ja, man merkt es, ich bin ein wenig krank. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Die Nase ist auch ein bisschen zu. Das hört man vielleicht auch. Ich weiß es allerdings nicht, ob man das jetzt wirklich hört. So, legen wir es mal hier ab. Obwohl, ein bisschen hört man das sicher. Aber ich muss diese Folgen jetzt machen für nächste Woche. Das ist leider eine kleine Pflicht. Möglicherweise habe ich die Folgen des neuen LPs schon gemacht, das heißt, komplett fertig für eine ganze Weile. Da brauche ich nur noch die einfach online stellen.
Und hochladen, hochladen müsste es hier auch noch. Das wäre auch noch nicht schlecht, wenn ich sie dann hochladen würde. Was will ich eigentlich? Ja, doch, zu langsam. Ich will noch ein paar Leitern machen, damit wir wieder nach oben kommen. Und ich hoffe, wir kriegen das hier hin. Ohne größere Peinlichkeiten. Das wäre mir schon ein kleines Anliegen. So, wir essen wieder auf den Turm hoch. Hier werden wir oben nochmal einverbreitern und dann werden wir mal schauen, ob das so bleibt oder ob wir es nochmal um einen verbreitern. So, hier müssen wir Fackeln setzen, glaube ich. Immer diese selbst aufgezwungene Symmetrie überall. So, hier muss auf jeden Fall noch ein Kranz drumherum. Da fällt mir ein, wir brauchen hier oben Glowstones, die ich ganz vergessen habe. Da muss ich die auch gleich holen gehen. Das wäre durchaus sinnvoll, wenn wir das machen, weil dann haben wir nicht die Gefahr, dass wir hier durchfallen. Glaube, wenn wir hier durchfallen, dann sitzen wir da und dann bleibt uns nicht mehr viel über, als in den Tod zu springen. Aber Glossons haben wir ja glücklicherweise genug wegen unserem Nether-Ausflug von letztens. Der hat uns ja richtige Massen an Glossons geliefert. Nur. Ja. Wo habe ich die denn abgelegt? Ich glaube, die habe ich drüben abgelegt. Glaube ich jetzt fast. Das heißt, wir müssen wohl nochmal rübergehen. Ach ne, hier sind die. Einfach nur blind. Ich dachte mich gerade schon, ich wäre mit vollen Taschen rübergegangen wegen dem U-Bahn-Bau und hätte dann dumm irgendwo erstmal meine Taschen leer gemacht, aber nee, das habe ich wohl nicht. Hoffentlich wird das mit der Erkältung nicht schlimmer, das würde mich doch schon ein wenig nerven. Bloß das falsch setzen nervt mich auch grundsätzlich. Aber es gibt Schlimmeres. Man stelle sich vor, ich würde das Glas falsch setzen und hätte zu wenig dabei. Das wäre noch viel schlimmer. Ich sehe gerade in meinem Inventar, ich habe noch die ganzen Fackeln von der Ausleuchtaktion dabei. Ach, schön. Oder waren die davon oder waren die vom U-Bahn-Bau? Ich glaube, die waren vom U-Bahn-Bau. Bei der Ausleuchtaktion haben wir ja, glaube ich, alle Fackeln verwendet. Da war nichts mehr über. Ich glaube, die habe ich für den U-Bahn-Bau gemacht. Ich habe meinen ganzen Stack Kohle zu Fackeln verarbeitet. Und ich bin, glaube ich, schon sehr nasal. Ich muss mir, glaube ich, manchmal wieder in die Nase putzen. Das mache ich natürlich bei laufendem Mikro. Nö, das natürlich nicht, aber wir machen das jetzt mal eben. Also einen kurzen Moment Geduld und dann geht es auch sofort weiter. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Und jetzt geht es mir definitiv ein Stückchen besser. Noch nicht wesentlich, aber ein wenig halt. Und jetzt kann ich mir auch überlegen, wie ich hier weitermache. Ich muss doch mal nachgucken. Ich hatte mir da schon so einen kleinen Plan gemacht, wie das hier aussehen soll. Da müsste ich aber noch einen kleinen Blick drauf werfen, glaube ich. Okay, das muss wieder weg. Dann können wir hier noch eine Leiter setzen und dann mache ich mal eben einen Blick auf den Plan werfen. Und ja.
Immerhin kann ich dabei reden, das ist auch schon mal nicht so schlecht. Da müssen wir nicht bei schweigen, da können wir bei durchquatschen. Durch wie immer irgendeinen Scheiß reden. Okay. Da haben wir es ja. Schauen wir nochmal genau drauf. Weil ich habe mir um etwas komplizierteres überlegt. Auf jeden Fall, okay. Dann können wir ja beginnen, indem wir einfach hier noch eine Reihe Steine draufsetzen. Das Außending war als kleiner Vorsprung geplant. Jetzt glaube ich, dass wir die Ecke dann hier auslassen. Dann machen wir das so. Das sieht ein wenig attraktiver aus. Wenn die Ecke nicht da ist, weil dann hat es ein bisschen was von einer Rundung. Und eine Rundung sind natürlich auch mal ganz schön bei Minecraft, so eckig sie auch sind. So, und dann hier noch. Mal gucken, da muss die Brücke, die muss dann irgendwo da unten anschließen, tatsächlich. Nee, ist nicht wahr. Mal gucken, ob die hier zwischen anschließt, das wäre wahrscheinlich das Beste. Und hier oben, ich glaube, das wird hier der Fußbodenlevel. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann anschließen werde im Endeffekt. Deswegen haue ich da jetzt erstmal einen Fußboden rein und schaue mir das dann ganz genau an. Das hat er auch wieder komisch gesagt. Also ich haue auf jeden Fall erstmal den Fußboden da rein und dann werde ich mir später überlegen, wie ich das ganz genau anschließen werde. Ich denke, dass die Brücke wird hier in dem Bereich kommen. Auch hier, das kommt dann wahrscheinlich auch wieder weg und dann kommen wir wahrscheinlich durch den Raum durch. Der wird dann wohl doch kein Geheimraum. Also ist er hier irgendwo von der Seite dann hier reinkommen direkt. Oder direkt da drüber vielleicht. Also dann wäre das hier der Fußboden und dann ging es hier nochmal nach oben. Und hier wäre dann der Fußboden der untersten Etage hier. So, ich glaube, dass ich ab jetzt die Building-Folgen einen kleinen Ticken kürzer machen werde. Für eine Weile. Oder auch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Vielleicht nur diese Woche dann. Oder nächste Woche besser gesagt. Okay, hier ist das. Hier ist die Schlossseite. Das heißt, das heißt, dass wir hier etwas anbauen werden, und zwar sowas. Ich finde es natürlich sehr schade, dass wir hier im Vanilla Minecraft nicht die Möglichkeit haben, zwei Slabs miteinander zu kombinieren, wie es zum Beispiel bei den Microblocks der Fall ist. Also, dass ich jetzt hier unten einen Stone Brick Slab hinmachen könnte und hier oben einen Dark Oak. Das fände ich nämlich jetzt eigentlich sehr geil. Aber das geht hier leider nicht. Ich muss nochmal was nachgucken. Ups. Nein. Muss mal wieder Überlegungen anstellen. Und demnach könnten wir es vielleicht noch ein bisschen anders bauen. Das wäre sogar eine ganz, ganz gute Idee, wenn wir es noch ein Ticken anders machen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich überlege. Ne, machen wir das erstmal wieder weg. Wir machen das ein klein wenig anders.
Den Fußboden müssen wir auch ein Stück höher setzen. Ich mache das hier nämlich nochmal einen schmaler. Damit wir das damit wir teilweise später wieder ein bisschen rausgehen können. Also nicht auf der ganzen Linie, sondern... Wie sieht das denn jetzt hier aus, wenn wir hier... Okay, ach ja, scheiße ist das jetzt. Jetzt habe ich auch den Weg nach unten zugemacht, wir haben keine Axt dabei, das heißt, ich hole mir erstmal eine Axt. Na, wir müssen noch einen rein. Das war jetzt alles ein wenig umsonst. Hoffentlich halte ich die heutige Aufnahmesession überhaupt durch. Das ist... Bin jetzt schon total platt und wir sind erst knapp 20 Minuten dabei. Okay, was? Bett. Was brauche ich denn so? Irgendwas. Achso, ich brauche eine Axt, ne? Bin mir ein wenig verwirrt. Ja, die. Nein, die brauchen wir. Die brauchen wir gerade nicht. Und die Axt. Ja, alles klar. Und Glas können wir mit rübernehmen. Und Glasspanes und Dingens und. Ist ja okay so. Ah, lustig. Haben auf einmal zwei von diesen Spitzhacken im Inventar. Ich weiß auch nicht, was das für ein Bug ist in letzter Zeit mit dem Inventory Tweaks, dass das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Wie dem auch sei. Wow. Aufpassen. Kommt nochmal alles weg. Denn wir werden das einfach mal etwas interessanter gestalten. Nochmal hier von der Grundform her. Demnach müssen wir noch ein bisschen mehr abholzen, fällt mir gerade auf. Von dem Turm. Wir müssen hier von der Verbreitung auch nochmal ein Stück wegnehmen. Weil wir machen direkt zweimal eine Verbreitung rein. Demnach kommen wir hier noch ein kleines Stück höher. Aber so ist es halt bei Minecraft. Manchmal muss man auch Sachen einfach wieder abreißen, die man gerade gebaut hat. Obwohl ich es in dem Fall auch irgendwie blöd finde. Aber mit der Spitzhacke macht das ja sogar Spaß. Jetzt geht es so schnell. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht ganz schnell mal eben zwischendurch den Stein abbauen, der unter uns ist. Das könnte durchaus ungesund sein. In gewissen Höhlen. So, sobald ich das hier gemacht habe, wird auch klar, was ich hier vorhabe. Jetzt müssen wir natürlich die Slabs wieder abbauen und das natürlich ganz vorsichtig. Ich möchte die ungern... Oh, da ist einer runtergefallen. Ich möchte ungern, dass die runterfallen. Weil die kosten ja schon einiges und da müssen wir uns wieder neu machen. So, wir machen nämlich jetzt so. Dieser Turm, den gibt es auch noch irgendwo anders. Zumindest vom oberen Teil her. Der untere Teil ist bei mir eine Eigenkonstruktion. Aber den oberen Teil, den gibt es bereits irgendwo in genau dieser Form. Aber das ganze Schloss ist sowieso
zumindest zum Teil eine Kopie des anderen Schlosses, wenn auch ein wenig umgestellt und verändert. Okay, diesmal geht's. Und jetzt müssen wir so oder so noch welche machen, weil wir haben ja gar nicht mehr genug von den Treppen. Ist natürlich wiederum toll, dass wir jetzt wieder neu brauchen. Ich sehe mich schon, dass ich die wieder wegmachen muss später. Okay, das ist genug. Das war alles hier. Schön fertig. Und dann ich hätte gehofft, dass ich die Leiter gerade noch so erreiche. Wir müssen hier unten nochmal zum Crafting Table. Wir brauchen noch ein paar. Hat doch gerade irgendwo eine Leiter hingesetzt, oder nicht? Ich weiß aber nicht wo. So, haben wir denn. Ja, wir müssen nochmal rüber etwas Material holen. Jetzt sieht es komisch aus. Aber wenn wir dann fertig sind, dann müsste es wahrscheinlich ganz nett aussehen. So. Das müsste auf jeden Fall reichen für den Anfang. Also der einzige Unterschied hier, ich sage ja, der Turm sieht unten ein wenig anders aus als im Original. Aber bei mir sieht er unten ein wenig aufwendiger aus als im Original. Und ich glaube, im Original ist er auch einen Ticken höher. Das sind die Basisunterschiede. So, da schön shiften. Und die zweite Reihe Treppen drumherum legen. Ist natürlich schön, das dauert immer ewig. Ah. Das Problem dabei ist, da habe ich jetzt. Wenn einem sowas passiert, da fällt man sehr gerne runter. Das macht mich dann auch sehr nervös. Jetzt glaube ich fast, dass das dann für diesen Part das schon wieder war. Ich sage jetzt auf jeden Fall, das war es schon wieder für diesen Part. Und man sieht sich dann im nächsten Part hier beim Türmchen. Bis dann.